Es ist ein ungewöhnlicher Tag für den kleinen Ort Noyelles-sur-Mer im Norden Frankreichs. Ein ganzer Bus voller Chinesen aus Paris rückt an. Gekommen sind sogar chinesische Mitglieder der französischen Fremdenlegion. Ihr Ziel ist der kleine Friedhof am Rande des Dorfes. 838 Chinesen liegen hier begraben, die im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Ihrer wird heute gedacht. So will es ein chinesischer Brauch immer am ersten Wochenende im April. Auch wenn eigentlich keiner der Besucher hier mit den Toten verwandt ist. Es ist das Qingming-Fest, eine große chinesische Tradition. Es ist der Tag, an dem wir auf den Friedhof gehen und die Gräber reinigen. Normalerweise machen das die Kinder der Verstorbenen, aber hier gibt es keine Nachkommen. Also machen wir das. Das ist unsere Tradition. Die Toten hier waren keine Soldaten, sondern Arbeiter aus China. Während des Ersten Weltkriegs wurden rund 140.000 Chinesen von der britischen Armee nach Europa gebracht, um die Kriegswirtschaft am Laufen zu halten. Für viele eine Reise ohne Wiederkehr. Unsere Landsleute haben im Ersten Weltkrieg hier die Franzosen und die Engländer unterstützt. Wir sind heute hierher gekommen, um ihrer zu gedenken und auch, um sie zu betrauern. In Zügen wie diesem kamen sie damals an. Zehntausende chinesische Arbeiter wurden von der Hafenstadt Le Havre ins kleine Noyelles-sur-Mer gebracht. Die Chinesen arbeiteten in Munitionsfabriken, Werften und sogar als Bauern auf den Feldern. Dominique Delannoy ist Lokaljournalist. Seit 25 Jahren ist er auf Spurensuche. Denn nur wenig war bekannt über das Schicksal der chinesischen Arbeiter in dieser abgelegenen Region Frankreichs. Man hat ihnen das als eine Art Freiwilligendienst im Ausland verkauft. Ich glaube nicht, dass sie sich das hier so vorgestellt haben. Die harte Arbeit, die ungewohnte Umgebung, das Klima, das alles zusammen. Ich denke, sie waren sehr ernüchtert über das, was sie vorfanden. Neben dem Dorf Noyelles-sur-Mer, auf diesen Feldern, stand einst das Lager der Chinesen. Längst verstorbene Zeitzeugen haben Dominique Delannoy berichtet, dass die Chinesen hier von den britischen Soldaten wie Zwangsarbeiter behandelt wurden. Sie arbeiteten 10 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche und bekamen dafür nur einen Hungerlohn. Auf Verstöße gegen die strengen Regeln standen harte Strafen. Unter unseren Füßen liegt viel Unglück. Genau hier waren die Chinesen untergebracht. Man muss sich das vorstellen. Sie litten tagsüber unter der schweren Arbeit. Abends kamen sie dann erschöpft zurück. Und dann war es hier im Lager auch nicht viel besser. Es war ein geschlossenes Camp. Es gab ein Lazarett und sogar ein Irrenhaus für die, die es nicht mehr aushielten. So weit weg von zu Hause und abgeschnitten von ihren Familien. Viele wurden verrückt. Und von hier aus marschierten sie dann jeden Tag nach dort hinten, zum Bahnhof von Noyelles. Dort mussten sie arbeiten. Noyelles-sur-Mer liegt zwischen dem im Ersten Weltkrieg strategisch wichtigen Hafen in Le Havre und der nahen Front. Die Bahnstrecken hier waren entscheidende Nachschublinien für die alliierten Kräfte. Hier haben die Chinesen gearbeitet. Sie mussten die Gleise reparieren, die regelmäßig von Bomben beschädigt wurden. Stellen Sie sich vor, sie mussten die Schienen heranschleppen und verlegen. Das Gleiche gilt für die Schwellen und den Schotter. Das ist alles unglaublich schwer. Und stellen Sie sich dann die Chinesen vor. Die waren ja eher klein und schmächtig. Und dann hatten sie noch diese lange, beschwerliche Reise hinter sich. Das war eine unglaubliche Plackerei. Nicht nur Dominique Delannoy, sondern auch Li Xiang will die Geschichte der Chinesen von damals erforschen. Zum ersten Mal besucht er den Friedhof von Noyelles-sur-Mer. Die Inschriften auf den Grabsteinen haben ihm verraten,
dass viele der Toten hier aus seinem Heimatort in China kommen. Jetzt will er ihre Namen an die Archive zu Hause weitergeben, in der Hoffnung, vielleicht dort noch Nachkommen zu finden. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn das meine Vorfahren wären, dann würde ich gerne wissen, was ihnen hier in Frankreich widerfahren ist, wie sie den Krieg erlebt haben und auch, wie sie gestorben sind. Auch nach 100 Jahren wollen die Chinesen in Frankreich die Erinnerung an das Schicksal ihrer Landsleute von damals am Leben erhalten. Deshalb werden sie auch im nächsten Jahr wieder hier sein, zum Qingming-Fest, an den Gräbern der Toten von Noyelles-sur-Mer.